Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car-Mechanik Simulator 2018. Und heute machen wir uns hier an den Dodge Challenger, an die Hellcat ran. Ja, hier finde ich die Farbe auf jeden Fall ein bisschen besser. Den habe ich auch so halt gekauft. Aus niegelnagelneu aus dem Shop. Und ja, da machen wir uns heute mal dran. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen mehr tunen können. Ich hoffe, die Auspuffanlage macht da beispielsweise mit, aber die Hoffnung stirbt, wie gesagt, zuletzt. So, hier brauchen wir noch nicht bei. Wir gehen erstmal an die Auspuffanlage. So, da ist unser Anlasser schon mal. V8 OHVK. Das kann ich gar nicht sagen, ob es den im Tuning gab. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Hier das gleiche. So, da haben wir hier noch einen. Die kriegen wir nur vom Motorraum ab. Ja, dann können wir noch das Getriebe abschrauben hier. Und die Standardgetriebeteile. Und diesmal vergesse ich nicht, Öl abzulassen. Gleich Öl runter. Und dann weg damit. Sollte man den Motor schon rauskriegen, ne? Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Erste Hebebühne. Und ausbauen. Yeah. Dabei fällt mir ein. Zwei Teile muss ich hier noch ausbauen. Hätte eigentlich oben bleiben können. Komm schon. Gucken wir mal, ob es den R-Filter gibt. R-Filter. Oh ja. Der muss dann aber neu dazugekommen sein. In dieser Form kenne ich den gar nicht. So, machen wir den schon mal drauf hier. Und hinten müssen wir auch noch bei. Hinten habe ich gesagt. Wo ist der Tank? Da. Die Kraftstoffpumpe. So, jetzt knallen wir aber erstmal den Motor hier drauf. Motorständer benutzen. Da ist das Teil. Der sieht doch auch schick aus. Finde ich auf jeden Fall hübscher als den V10 Motor, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, wie der sich bearbeiten lässt. Interessant. Achso, hier müssen wir erst die richtigen Rollen wieder mitspielen. Das heißt, wir bauen hier vorne erstmal ab. Achso, hier haben wir noch einen Riemenspanner. Deswegen zickt ein bisschen rum hier. Jetzt kriegen wir auch die Wasserpumpe ab. Und den Riemen fehlt noch die Rolle. Schön.
Ja, was würde ich dafür geben, wenn sie endlich mal mehr deutsche Autos als DLC bringen würden, ey? Immer an den Amis schrauben. Wird mit der Zeit echt langweilig. Ich wünschte mir mal mehr normale Autos. Anstatt immer nur diese overpowerten Kisten. Und wer jetzt sagt, ja, gibt es ja bei den Mod-Shops oder bei den Mods. Das stimmt zwar, aber da haben wir nun mal keine Originalmotoren. Schön wäre ja auch, also ich glaube ja nicht, dass wir einen Car-Mechanik-Simulator 2020 bekommen. Obwohl, wartet mal. Der 15er kam, glaube ich, 14 raus. Der 18er 17. Dann sollten wir doch den 20er 19 bekommen, oder? Habe ich jetzt Logikfehler? Da würde ich mir wünschen, wenn die Fahrwerke auch speziell haben. So haben wir ja immer denselben Rotz mit, ja, die Bremsen sind alle gleich und die Aufhängungen sind alle gleich. Da müsste man mal beigehen. Das würde ich gut finden. Oh, wie haben wir denn? Ne, die haben wir hier. Ach, die sind so angeordnet. Das ist aber auch ätzend. War es das? Ja. Sorry, mein Fehler. Hier müssen wir noch was abmontieren. Alles klärchen. Weil das wäre echt mal nice. Das sind die Zündkerzen direkt darunter. Okay. Halt alles ein bisschen kompakter. Da ist nicht viel mit Selbstzündkerzenwechsel. Wenn man die Teile erstmal noch abbauen muss. So, Supercharger. Zack. So, und jetzt kriegen wir aber den Zylinderkopf hier ab. Das ist wenigstens ein Teil. Viele Schrauben, aber das kriegen wir dann wenigstens gut ab. Geht doch wesentlich schneller als der V10. Vergessen, Umlenkrolle hier vorne. Da haben wir einen vergessen. Bevor wir den Zylinderkopf abbauen. So. Dann besorgen wir gleich mal die Teile. Hier habe ich auch vergessen. Da hinten. Und jetzt können wir hier vorne die Abdeckung abmachen. Und dann drehen wir den ganzen Laden einmal, damit wir unten die Ölwanne abbekommen. Nice. Und diesmal lassen wir die Kurbelwelle gleich drin, weil wir wissen ja eh, dass wir die nicht austauschen können gegen den Tuning-Artikel.
raus mit den Kolben. Oh, das sind V8 OHVC. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind spezielle. Jo, dann kaufen wir die mal eben schnell. Und zwar hier, da gibt es die dann. Ah. OHV. Da. Acht Stück. Die pflanzen wir dann mal hier eben rein. Hat auch die richtigen. Und die Ringe haben wir ja noch übrig. Hätte ich beim letzten Wagen auch nicht holen brauchen. Aber naja, was soll's. So, dann machen wir da den Laden noch hier zu und bestellen gleich mal die ganzen Tuning-Teile. Hier vergessen. Lagerdeckel drauf. So. Und ich hoffe wirklich, dass der sich besser fahren lässt als die Viper. Die Viper kriegt halt kaum die Power auf die Straße, Mensch. Hatte ich da gerade einen Tuning-Artikel gesehen? Plus 2 Artikel. Gleich mal schauen. Jo. Dann rein damit. So. Ölwanne drauf und fertig sind wir hier unten. Und wir brauchen V8 OHVK. V8 OHVK. Warum wir jetzt natürlich die hier haben, ist mir natürlich schleierhaft. Den Filter haben wir. Camshaft war die Nockenwelle, ne? Davon bräuchten wir ja 4. Engine Head A und B. 1, 2. Dann brauchen wir davon 2. Fuel Rail bräuchten wir 2. Hiervon brauchen wir 8. Ein Supercharger. Davon braucht man, glaube ich, einen. Ne? Ich glaube ja. Das dürfte es gewesen sein, ja. Das dürfte es echt gewesen sein. So, einmal noch gedreht den Laden. Hier vorne haben wir ja eh wieder den gleichen Schmonz. Da können wir noch die Kette hier anbringen. Das Standardcover hier, Abdeckung. Ich glaube, die Generator, die gab es auch im Tuning. Die habe ich bei der Viper, meine ich, auch verbaut, die Standard. Naja. So, machen wir noch die beiden Köpfe drauf. Und dann können wir es ruhig angehen lassen in der nächsten Folge, wenn wir den
Motor dann fertigstellen. Ja, nice. Okay, Leute, ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.